Es wird wieder Zeit, wir müssen die richtige Stimme erraten von Skibidi Toilet. Boah, das ist schwer. Das ist echt schwer. Ich glaube, es ist hier oben. Der hier. Yes! Tü, das war... Geil. Okay, was haben wir noch? Eine Schlägerei. Das muss hier unten gewesen sein, oder? Das war diese Aktion hier, ne? Nein, es war der... Oh, ich habe den Speaker-Spider nicht gecheckt. Okay, Leute, drei Fehler dürfen wir machen. Ansonsten bin ich ein Keck. Ich bin dann ein Loser, ein Skibidi-Loser. Digga, was? Digga, was? Oh, der hier. Gott sei Dank. Ich war mir echt unsicher. Aber ja. Das wird ein sehr hartes Quiz für mich. Aber eine Situation haben wir schon mal gut gelöst. America! Dim, dim. Aber wer ist es? Es können zwei sein, das ist unfair. Also entweder der oder der. Ich rate jetzt einfach mal, es wird der hier sein. Gott sei Dank. Das sind nämlich beides die gleichen, Leute. America! Das war so ein dummes Video. Ich habe so gelacht, Mann. Hier. Der da. Easy. Easy. Das müsste eigentlich der gewesen sein, oder? Doch. Ich glaube schon. Yes. Let's go. Let's go. Quiz number 6. Guess the correct voice. Es wird was runtergespült. Das ist das hier, Leute. Weil, also das kann nichts mehr aus den sein. Es muss das hier links gewesen sein, ja. Weil da ist noch das gute Wetter und so ins Skibidi Toilet. Safe. Was haben wir da? Ist das die Kreissägenstelle? Also entweder hier oder ich glaube aber eher hier unten links. Nein! Der zweite Fehler! Nein, ich will kein Loser sein, bitte! Oh Gott, Leute. Oh Gott, das war auch eine geile Episode. Das ist das hier oben. Digga, ganz klar. Okay. Ich sag mal so. Wir sind safe. Recht safe. Erstmal. Das war so eine absolut geniale Folge, aber da wurde man einfach komplett verarscht, ne? Ist so. Das kann eigentlich nur... Also die hier glaube ich nicht. Das kann nur die hier eigentlich sein, oder? Bitte, bitte, bitte. Ja! Wichtig! Der Kotze-Typ, ne? Wo der Panzer kaputt gegangen ist, der war so wichtig eigentlich für die Skibidi-Toilet-Bekämpfung. Denn America, Donald Trump, Alter, als Skibidi-Toilet, yes, das ist er. Bro, das waren wirklich zu witzige Videos. Da hat er einfach die Mauer gezogen. Das sind dann so Mexikaner. Also wirklich so dumm. Und das letzte ist natürlich klar. Sleepwalk. Sleepwalk. Ich wollte tatsächlich das hier nehmen, aber das ist natürlich das hier, Leute. Das ist der Sleepwalker. Gibt auch eine sehr, sehr geile Geschichte zu Skibidi Toilet. Was davor passiert ist, könnt ihr auf meinem Hauptkanal sehen, falls ihr mal Interesse habt. Na, einfach Geschichte Skibidi Toilet eingeben. Skibidi Toilet Pre-Story. Oh mein Gott, es geht weiter.
Das wird schwer. Ich warte. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit, weil ich, ne, ich habe den Ton am Anfang so nicht gegettet. Ich sag mal einfach hier unten. Verdammt, ey. Das war der letzte, der übrig geblieben ist, ne? Mist. Okay, aber wir machen hier wieder drei Fehler, oder? Okay. Guess the correct voice. Was war das? Das war einfach nur eine Kampfszene. Also ich meine, da könnte das hier sein oder könnte aber auch das hier sein. Ne? Es ist das hier oben. Also Bro, jetzt werde ich gnadenlos, werde ich gebrochen. Ah. Quiz number 14. Guess the correct voice. Easy. Das ist sowieso. Also schade, dass die nicht zurückgekehrt sind oder dass man nicht mehr auf den hier eingegangen ist, aber ist klar, ne? Das ist klar, Leute. Und dann das FBI, wie es da durch die Tür kommt, Mann, das war so lustig. Es könnte das hier sein. Ja. Ma. Easy. Bin ich schon bei drei Fehlern? Ich weiß das nicht, aber ich habe mies verkackt. Ich bin bei zwei. Easy. Das ist das Ding hier oben auf jeden Fall. Ganz locker, Leute. Mies runtergespült. Digga, geil. Quiz number 17. Guess the correct voice. Oh, das hier ist es nicht, das hier ist es nicht, das kann es nicht sein. Das kann nur das hier sein. Mit der Speedy Toilet. Safe. Boah, Gott sei Dank, Leute. Mhm. Schon schwer, sich immer an alles zu erinnern. Easy. Das hier unten, glaube ich, wird sein, ne? Ja. Sehr gut. Wir sind noch da, Leute. Wir haben noch ein Leben. Das ist auch dann so eine geile Episode. Digga, das erste Mal kam er so richtig rein da, ne? Hä? Bro, die haben das Video gekürzt, ich raste aus! Scam! Hashtag Scam in die Kommentare. Wir gucken uns ein anderes Video an, let's go. Errate die richtige Stimme von Skibidi Toilet und anderen dummen Sachen. Ich bin gespannt. Guess the correct voice. Das kann ja nur der Müll hier oben sein. Oder das. Was, das habe ich noch nie gehört. Ja, ich wollte schon sagen, meine erste Vermutung, ich war schon drin. Bro, was soll das denn sein? Oh, Differences finden. Okay, aus der aktuellen Skibidi Toilet Folge. Und ich, Digga, ich bin zu blöd dafür. Ich bin, Junge, was? Warte mal ganz kurz, hier ist keine Difference. Kannst du mir erzählen, was du willst? Aber Leute, seht ihr das? Es gibt hier keinen Unterschied. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Auch hier sehe ich keine Difference. Definitiv nicht. Und hier unten auch nicht. Ich glaube, das Bild, da haben die einen kleinen Schnittfehler gemacht. No difference, man. What the hell? Also, Hashtag Scam in die Kommentare erstmal. Wir hören die Voiceline. Das kann ja nur unten in der Mitte sein, oder? Rechts, ja, unten in der Mitte. Digga! Yes! Am Anfang hier ist es immer am schwersten. Es wird leichter, je weiter man ist. Deswegen bin ich froh, dass ich es mittlerweile drauf habe. Okay. Es gibt hier irgendwo, aha, da unten. Ich bin heute ganz gut drauf, würde ich sagen. Und ich hoffe, Leute, ihr auch. Schreibt mal gerne später in die Kommentare auch rein, wie viel ihr geschafft habt.
Guess the correct voice. Die nächste Voice Line. Junge, was war das denn? Das hörte sich irgendwie ein bisschen nach Waschmaschine an oder so, ne? Ich bin der Skibbidi-Gott! Bro! Ich kenn das nicht mal. Quiz number 6. Find differences. Okay, wir sollen Differences finden. Da oben ist eine. Hier ist eine. Und... Ah, oh, Moment mal. Ja, Leute, ich sag mal, die zählen eh nicht, ne? Wir gucken mal weiter. Guess the correct voice. Nächste Voice-Line. Okay, das ist verdammt leise gewesen gerade. Ich habe da sehr schlecht gehört. Ich glaube, es ist unten rechts der grüne. Also das kann ich schwer sagen. Das kann ich sehr schwer sagen, Leute. Weil ich habe das auch nicht... Das ist Roblox, oder was? Bro, was? Es gibt Skibbidi Toilet in Roblox? Quiz number 8. Solve this odd one out. Okay, es gibt hier wieder so einen Dulli, den wir ganz schnell rausnehmen müssen. Und ich würde sagen, ich finde ihn nicht. Oh mein Gott, wie konnte ich den nicht sehen? Quiz number 9. Nur mal 9. Bro, von wo? Okay, das ist unten rechts der grüne, weil das kommt mir auch noch nicht ganz bekannt vor. Also es könnten ja... Ja. Bro, what the hell? Was ist denn das? Ey, Leute, hier gibt's wieder Differences. Okay, ich habe hier eine gefunden. Ich habe... da unten eine gefunden. Ja, und... Ach, egal. Leute, wir gehen die Voice Lines weiter. Easy. Dim, 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 dim. Das ist der Obama-Style hier. Ich glaube nicht, dass das Putin... Also, es könnte auch Putin sein, aber es hört sich, glaube ich, fast gleich an. Also, Obama. Ne? Das ist, Digga... Also, das, Leute, einer meiner krassesten Shorts gewesen. Ich habe drauf reagiert. Ich habe mich so kaputt gelacht. Das ist eigentlich eine traurige Message, die dahinter steht, muss man dazu sagen. Okay, wir sollen hier wieder jemanden rausspotten. Ich habe ihn da, sein Gesicht. Das ist ganz komisch hier in dem Fall. Das ist nur so nebenbei. Wisst ihr? Das hier ist das Wichtige. Bro, was ist das denn? Das kann ja nur oben rechts sein. Das hörte sich nämlich schon eher nach Putin an. Da bin ich jetzt einmal gespannt, wie das Video ausschaut, ne? Plötzlich hat er einfach Sonnenbrille auf. Oh, Differences finden. Gibt's wieder keine Differences, oder? Safe nicht. Stopp. Ich will mir das noch genauer angucken. Keine Difference. Keine Difference. Und auch hier keine Difference. Das sind die neuesten Skibbidi Toilet Bilder. Und ich glaube, die haben da irgendwas verbockt. Guess the correct voice. Boah, Bro. Ich glaube, es könnte das hier oben sein. Ja, easy. Easy, kein Ding. Das war nämlich Folge 67, Part 1. Quiz number 16. Solve this odd one out. Oh, wer ist er denn, Alter? Der hier, guck dir an, wie der lacht, ne? Easy going. Das sind einfach nur so Bonus-Points, Leute. Ich glaube, ich habe jetzt 16 von 12 oder so. Hier habe ich auf jeden Fall nur einen Fehler. Rechts. Das ist rechts. Hier, das. Ein ganz easy Ding. Das hier ist neu. Und das hier ist, glaube ich, auch neuer. Und rechts passt dann eher schon dazu. Ich sag euch, ich bin Profi. In Skibbidi Toilet macht mir keiner mehr was vor. Ich habe tatsächlich sogar ganz kurz, ne, für die es interessiert, wir arbeiten gerade daran, dass ich in einem Skibbidi Toilet Game vorkomme. Also, man kann nicht sagen, es ist mein Spiel, aber ich habe großen Einfluss auf ein Skibbidi Toilet Spiel. So cool finde ich Skibbidi Toilet. Hier sollen wir Differences finden. Finden wir welche? Oh, das ist super schwer.
Wir machen den Check-up wieder. Hier sind keine, da sind keine und da sind auch keine Differences. Scam! Hashtag Scam in die Kommentare, wenn ihr es noch nicht geschrieben habt. Guess the correct voice. Ja, oben. Ganz klar oben. Das dürfte eigentlich klar sein. Das ist ja komplett easy. Echt jetzt. Ah, die Folge war auch wild. Das war schon eine ganz, ganz wilde Folge hier mit dem falschen G-Mod, glaube ich. Solve this odd one out. Also wer den nicht direkt gesehen hat, der ist einfach mal blind, Freunde. Der ist einfach mal mega blind. Wer den hier nicht gesehen hat, bitte euch. Quiz number 21. Guess the correct okay, point. Gucken wir mal. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich glaube, es war der Helikopter hier, weil da redet nur die Mafia-Toilette in der Szene. Genau. Rollin hat es auch so runtergefetzt. Okay, wir sollen Differences finden. Hier gibt es wieder welche. Da ist eins. Stopp. Hier ist keine Difference. Doch. Ah, nee, die. Nee, eigentlich nicht. Hier ist auch keine, Bro. Digga, das ist doch Scam. Hä? Die Punkte sind völlig falsch gesetzt. So, da unten ist eine Difference, ja. Also hier, das seht ihr auch, aber die Punkte sind falsch gesetzt. Das ist der Proof. Hier ist der Proof, Leute. Ich bin besser als die. So. Quiz number Scam. Guess the correct voice. Bruder, was? Seht ihr das? Das ganze Video ist jetzt anders. Das letzte war ja wohl das hier. Da hat die Mafia-Toilette auch gelacht. Bro! Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Wir müssen wieder den richtigen Kopf erraten von Skibidi Toilet. Beziehungsweise Fragen und Rätsel lösen. Ich bin sehr gespannt. Wir gucken mal rein. Das ist definitiv der Polizist, Leute. Lasst ein Like da, wenn ihr glaubt, dass ich heute alles schaffe. Bin gespannt. Ah, hier sieht man nochmal die Szene. Oh, geile Szene. Er wird jetzt, glaube ich, weggebasht. Nee, doch nicht. Oh, nee, ne? Ah ja, ich hab's. Hier unten, Leute. Easy going. Da unten. Direkt. Quiz number three. Bisher machen wir uns gut. Und das ist definitiv der komplett easiest way, Leute. Es ist nämlich C. Nein, es ist A natürlich, Leute. Claro. Die Speaker Woman kennen wir. Boah, Bruder, das war auch so eine geile Episode, Mann. Die hat so reingeschallert. Quiz number four. Okay, wir müssen ein paar Differences finden. Digga! Ich hab nix gerafft. Okay, der korrekte Kopf müsste hier sein. C. Das ist ja der Boss eigentlich, der dahinter ist, ne? Ja, ja. Okay, Leute, 1 von 5 falsch. Ich würde sagen, damit kann man leben, oder? Damit kann man arbeiten. Okay, wir müssen wieder irgendeinen hier rausnehmen. Ich habe ihn hier. Ah, Leute, ich bin heute gut unterwegs. Also ganz ehrlich, habe ich einen guten Blick gerade. Der korrekte Kopf müsste sein C, oder? Also A ist, oder ist es A? Nee, C. C, 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 Leute. Ja, ja. Knappe Kiste gerade gewesen. Ich wollte mich noch umentscheiden, aber ja. Das machte keinen Sinn, dieses, sah ein bisschen zu verwaschen aus, es sah. Differences finden. Hier ist eine Difference. Dann haben wir da unten eine Difference. Und hier. Ja, Leute. Kann man schon gelten lassen. Ich war ja mit der Maus fast da. Der korrekte Kopf ist hier natürlich B. Und alle haben so einen Kringel, so einen Heiligenschein einfach. Wie doof ist das denn? Ja, natürlich. Geile Szene. Wo sie auch in die Tür einfach gleich reinkommen. Quiz number 10. Oha, noch einen rausspotten? Bro, heute ist das Rätsel aber echt gar nicht so leicht.
Ich hab's nicht geschafft. Oh, der hat einen grünen Laser. Wie kann man das denn übersehen? Oh, ich bin so ein Dulli, Leute. Aber das Ding dürfte eigentlich nur B sein. Das ist nämlich die Boss-Toilette, die da redet. Ja. Das ist da, wo die einen Knopf drücken und von oben der Kameralaser kommt. Ey, ich bin so ein Main in Skibidi Toilet mittlerweile. Wir haben hier unten eine Difference. Wir haben hier eine Difference. Und wir haben da eine Difference. Oh, ich habe alle gefunden. Let's go. Der korrekte Kopf müsste sein C. Das ist nämlich der Dark Speaker Man. Eine richtig geile Unit in Tower Defense, Leute. Ja, das Ding ist easy. Er jumpt direkt rein, ne? Direkt dead. Boah, was? Das ist ja übel leicht. Also das Teil hier unten, Leute, ohne Laser im Bauch. Ganz locker, ne? Die machen aber schon viele von den Rätseln. Ich dachte, wir sollen die richtigen Köpfe erraten. Oh. Gute Frage. C oder A? Ich glaube, es ist A. Ja, C ist nämlich aus einem anderen Multiverse. Quiz number 16. Drei Differences finden. Eine habe ich gefunden, ja, und das war die hier unten. Ey, so schwer. Der korrekte Kopf. Hä, warte mal. Der ist doch schon drauf. B. Lol, hä? Was ist da denn passiert? Leute, Hashtag back in die Kommentare, wenn ihr es auch gerade gesehen habt und ich mir das nicht eingebildet habe. Das hier ist ja wohl völlig easy, oder was? Hier war gerade irgendwie so ein Charakter oder so, ganz komisch. Da war gerade irgendwas. Quiz number 19. Which correct head? Ja, A. Ganz klar. Das muss A sein. Vor allem, wer sind die anderen beiden denn? Wie sehen die denn aus? Die Surfer-Toilette wird so abgeräumt später. Okay, wieder Differences finden. Viel zu schwer, Bro. Viel zu schwer. Digga. Find mal die Differences. Der korrekte Kopf müsste hier sein. Ihr seht's schon bei C, weil nämlich zwischen den Kopfhörerbügeln hier, da ist die Stadt dahinter, ne? Also die Häuser. Auch eine sehr geile Folge gewesen. Hier haben wir einen relativ guten Run. Deswegen will ich den jetzt eigentlich auch fortsetzen. Ah, da ist er. Hier, zweite Reihe. Was ist da der richtige Kopf? Ich glaube, es ist B, ne? Ja. Ey, bisher mache ich mich sogar extrem gut, Freunde. Ich finde, das zählt nicht, diese blöden Differences. Also weiß ich ja nicht. Ja, es zählt schon, Leute, ich weiß. Wir haben... Bro! Quiz number 25. Ich bin in sowas echt nicht gut, Leute. Ich glaube, man bräuchte da einfach mehr Zeit. Der korrekte Kopf müsste hier sein. A, eigentlich. Ich hatte den nämlich immer mit dem... Jetzt bin ich raus. Jetzt bin ich raus. Ich geb's zu. Ich hab abgelost. Quiz number 26. Was haben wir hier? Solve this odd one out. Boah, Bro, der hat einen leicht anderen Mund. Das war schon nicht einfach. Hier würde ich sagen, ist es definitiv C, der Scientist-Boss. Ja, ganz klar. Hier auch nochmal die Szene dazu, ne? Boah! Quiz number 28. Solve this odd one out. Was? Nummer 28. Was ist denn das für ein Charakter? Jetzt hat mich das abgelenkt. Da vorne, hier. Guck da. Guckt. Das hat mich abgelenkt jetzt, dass das ein neuer Charakter war. Der korrekte Kopf hier ist... Also, es ist A. C. Natürlich ist es B, Mann. Ganz klar. Oh, ich habe einen falsch, das nervt so.
Was sind das denn für Köpfe? Bruder, wer ist er denn? Hier, guck dir mal sein Gesicht an. Tja, Leute, ich habe nur einen Fehler von diesen Voice Lines gemacht. Und ich sage immer, einer ist keiner. Also habe ich in dem Fall keinen Fehler. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr habt. Danke fürs Zusehen. Like nicht vergessen und ein dickes Küsschen. Dano out.